Und ich finde, dass diese Kamera für Vlogs aktuell die beste Kamera auf dem Markt ist. Ja, moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht mir das um die Canon EOS M50. Die habe ich jetzt 4 Wochen lang als Leihgerät von Canon im Einsatz gehabt und muss sie jetzt auch gleich wieder zurückschicken und möchte euch einfach mal meinen Eindruck von der Kamera vermitteln, bevor ich sie wieder zurückschicke und wieso ich der Meinung bin, dass sie aktuell zum Vloggen so ziemlich das Geilste ist, was man sich anschaffen kann. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. So, Canon EOS M50. Das erste, was auffällt und was mir aufgefallen ist, als ich sie bekommen habe, die Kamera ist unheimlich klein. Ich komme also aus dem Bereich der 6D Mark II, das heißt dieser Klopper hier, zumindest mit dem Zusatzakku. Und wenn ihr euch jetzt mal die beiden vergleicht, sieht man einfach, wie viel, viel größer die 6D Mark II ist im Gegensatz zu EOS M50. Und wie erstaunlich das deshalb auch ist, dass die EOS M50 so, so viel Ausstattung hat, die der 6D Mark II sehr, sehr ähnelt, obwohl halt so klein. Wie gesagt, habe ich die Kamera von Canon zur Leihgabe bekommen. Dabei war dieses Objektiv, das 18-150 und dieser Adapter, um eure EF- und EFS-Objektive auf diese Kamera zu adaptieren. Angesiedelt ist die Kamera im Einstiegsbereich, das heißt so als Kamera nach dem Smartphone, wenn man dann ein bisschen mehr machen möchte und ein bisschen probieren möchte. Deshalb gibt es ja auch viele tolle Automatiken, die jetzt für mich zwar überhaupt nicht interessant sind, weil ich grundsätzlich eigentlich meine Kamera nur im Manuellmodus betreibe, aber gerade für die Einsteiger ist es unheimlich gut, wenn man so nach und nach in die Fotografie eingeführt wird und man hat vorgefertigte Filter und sowas drin und es fühlt sich halt dann ähnlich an wie ein Smartphone, ist das halt eine schöne Spielerei und ich denke, dass man mit dieser Kamera wirklich sehr gut das Fotografieren lernen kann. Kommen wir zum ersten Punkt, dem Preis. Eigentlich macht man sowas ja meistens zum Schluss, aber ich finde, bei dieser Kamera ist der Preis wirklich ein sehr ausschlaggebender Punkt, der auch für das Review definitiv berücksichtigt werden sollte. Das heißt, die Kamera kostet so, wie sie hier ist, also rein die Kamera, 560 Euro aktuell, das Objektiv 439 Euro. Und dann kann man das Ganze aber noch als Kit kaufen für 860 Euro und dieser Adapter hier, der kostet aktuell 100 Euro. Und das mit dem Preis finde ich jetzt wirklich eine sehr interessante Sache, weil das macht die Kamera gerade so außergewöhnlich, dass ihr für unter 1000 Euro eine Kamera bekommt mit Canon Dual Pixel Autofokus, die auch 4K aufnehmen kann, die typisch Canon natürlichen Hauttöne hat und auch einen sehr guten Videocodec habt. Also mit der könnt ihr wirklich drauf losfotografieren, ihr könnt filmen und es ist einfach ein schönes Preis-Leistungs-Verhältnis, zumindest laut Papier, was drinsteckt und was sie geboten kriegt. Bevor ich jetzt im Detail auf Foto und Video eingehe, komme ich mal fix zur Ausstattung und das werde ich jetzt auch nur ganz grob machen, weil ich finde, wenn ihr es im Detail lesen wollt, dann könnt ihr ins Datenblatt gucken von der Kamera, das brauche ich euch jetzt nicht alles erzählen. Wichtig ist eigentlich nur, ob man damit gute Fotos und Videos machen kann. Wir haben eine spiegellose Kamera, das heißt, hier oben habt ihr einen elektronischen Sucher. Ihr seht also, was ihr hier im Bild seht, genauso hier oben. Das heißt, ihr seht im elektronischen Sucher, wie das Bild halt aussieht, was ihr fotografiert. Im Gegensatz zu hier, dem normalen optischen Sucher, wo das Bild halt immer neutral und natürlich aussieht, dass ihr nicht mit dem Auge hingucken und abschätzen müsst, wie das Bild nachher aussieht. Hier seht ihr es halt gleich. Außerdem hat die Kamera einen APS-C-Sensor, 24 Megapixel. Wir haben Dual Autofokus und das auch im Videomodus. Diesen typisch geilen Canon Dual Pixel Autofokus, der fürs Vloggen halt geil ist, weil es sehr schnell und sehr gut fokussiert und auch sehr gut, wenn man sich bewegt, den Fokus auf dem Gesicht hält. Außerdem haben wir Augenerkennung hiermit eingebaut. Wir haben die typischen Canon Hauttöne, man hat einen integrierten Blitz und man hat ein schwenk- und drehbares Klappdisplay. Was ich halt auch sehr cool finde, auch gerade in dem Preissegment. Dann haben wir in der Kamera einen digitalen Bildstabilisator, so ähnlich wie das bei Smartphones ist. Und wir haben hier unten drinne die SD-Karte, die natürlich nicht dabei war, und den Akku. Der ist recht klein, aber passt halt zur Kamera. Und als letztes Feature, was ich hier noch erwähnen möchte, es gibt ja sehr viele, ist der Drag-Autofokus. Das heißt, ihr könnt hier hinten euch einen Bereich aussuchen, entweder das ganze Display oder nur oben links, unten rechts oder und so weiter. Und könnt halt damit nachher den Autofokus steuern, quasi wie ein digitaler Joystick hier drauf. Es geht auch recht gut, muss ich sagen. Ich hatte die ersten 1-2 Wochen damit echt meine Probleme, weil ich halt gewohnt war, bei der 6D Mark II zum Beispiel, da habe ich hier einen Knopf, dann wähle ich die Fokuspunkte aus und stelle mit dem Drehrad, wo ich halt die Fokuspunkte haben möchte.
Das geht hier nicht, weil ich so einen Knopf nicht habe, aber man kann es halt wunderbar einfach hier per Touch machen. Und das geht, finde ich, sogar besser als mit der Ursprungsversion, die ich meine 6D Mark II habe. Aber es ist sehr gewöhnungsbedürftig und ich musste mir das erst vernünftig einstellen. Also meine Empfehlung ist, legt euch das auf einen Teil des Bildes. Das ganze Bild finde ich unpraktisch. Ich habe mir das nur hier auf oben rechts gelegt. Das heißt, hier ist ja ungefähr mein Kopf, das Auge. Und dann habe ich hier so rechts und hier wähle ich dann aus in dem Bereich, wo halt der Fokuspunkt ist. Kommen wir nun zum Fotomodus. Ich habe eben schon gesagt, die Kamera hat 24 Megapixel. Das reicht definitiv aus für die normalsterblichen Fotos, die ihr machen wollt. Das heißt, fürs Ausdrucken, für Kundenfotos und so weiter reicht das normalerweise dicke aus. Von der Belichtungszeit seid ihr mit der Kamera auch sehr gut gewappnet. Das heißt, sie kann unendlich lang belichten im Langzeitbelichtungsmodus für Sternfotografie, für Startrails und so weiter. Also sehr gut geeignet. Und ansonsten könnt ihr 30 Sekunden lang bis ein 4000stel machen. Und ihr könnt hier mit maximal 10 Bildern pro Sekunde fotografieren, was gar nicht mal so langsam ist. Ich zeige euch das mal. Ihr seht also, das geht ordentlich schnell durch. Ihr könnt, jetzt habe ich gerade im JPEG-Modus fotografiert, dort 33 Bilder am Stück fotografieren, bis dann der Puffer voll ist. Wenn ihr jetzt in RAW fotografieren wollt, dann könnt ihr allerdings zwar auch mit 10 Bildern pro Sekunde fotografieren, aber nur eine Sekunde lang, also quasi 10 Bilder am Stück machen in RAW und danach wird es dann halt ein bisschen langsamer. So, zum Vergleich. Ein weiteres cooles Feature, was es in die Kamera geschafft hat und was bei meiner 6D Mark II leider fehlt, ist das Focus Peaking. Focus Peaking, alle, für die, die es jetzt nicht wissen, ist einfach, dass wenn ihr manuell fokussiert, ihr mit roten Linien erkennt, was genau im Bild scharf ist. Dann ist natürlich jetzt für die Fotografie interessant, das Objektiv, was dabei ist, ob das dafür wirklich gut ist. Also rein von der Schärfe finde ich es vollkommen in Ordnung. Ich habe es verglichen mit dem 16 bis 35 und ja, das ist natürlich ein bisschen schärfer und ja, das hat ein bisschen mehr Kontrast. Aber es ist jetzt auch nicht so viel. Also für den Otto-Normalverbraucher ist dieses Objektiv echt richtig gut. Ihr könnt damit sehr weit zoomen. Und ihr müsst immer sagen, so als Info, wenn ihr jetzt vom Vollformat kommt, also von dieser hier, dann seid ihr 1,6 mal dichter. Das heißt, das 18 bis 50 seid ihr in Wirklichkeit bei, was sind denn das, 28 bis 250 oder irgend sowas. Ich habe das jetzt nicht genau im Kopf, aber sowas in dem Dreh. Ihr habt wirklich sehr viele Möglichkeiten, weit und fern. Gut, ihr habt jetzt nicht unbedingt die beste Blende, das heißt für Porträts ist es jetzt nicht unbedingt das Beste, aber es reicht erstmal, um sich daran zu tasten, dann kann man ja immer noch mal irgendwann nachkaufen. Und für Landschaftsfotografie hängt davon ab, was ihr machen wollt. Wenn ihr jetzt wirklich weite Landschaftsfotografien haben wollt, dann finde ich das Objektiv jetzt nicht so gut, weil 18 mm sind ja dann umgerechnet 30 und knapp und viele Landschaftsfotografen sind halt so im Bereich 16 bis 20 unterwegs, wenn sie weitwinklig fotografieren wollen. Das heißt, der ganz weite Weitwinkel, der Ultraweitwinkel, der fehlt euch hier dran. Das ist aber verständlich, irgendwo hat ja auch die Bauform so seine Grenzen, aber für die ganz normale Fotografie kann ich das wirklich sehr gut empfehlen. Wenn ihr jetzt weitwinklig fotografieren wollt in der Landschaft, dann habt ihr mehrere Sachen, die ihr machen könnt. Zum einen könntet ihr euch das 11 bis 22 mm Objektiv für die EFM kaufen von Canon. Das ist dann ungefähr das Pendant von diesem 16 bis 35. Natürlich nicht ganz so gut und nicht ganz so scharf und nicht so wasserdicht wie das hier, aber es kostet ja auch nur irgendwie ein Drittel. Man muss ja auch den Vergleich dann irgendwie sehen. Aber es ist dann ein Objektiv, was ich euch empfehlen würde. Oder was ich euch noch eher eigentlich empfehlen würde, wäre euch einen Adapterring hier zu kaufen für 100 Euro und das EFS 10 bis 18 mm zu kaufen. Das kostet 100 Euro weniger als das und dann seid ihr mit dem Adapterring genauso teuer. Und habt dann aber den Vorteil, ihr habt schon diesen Adapterring und könnt dann viel, viel mehr Objektive kaufen. Das heißt, mit den EFM-Mounts seid ihr so ein klein bisschen beschränkt mit den Objektiven. Und wenn ihr aber EFS und EF normal anschließen könnt, dann habt ihr eine unheimlich große Vielfalt. Und vor allen Dingen habt ihr dann sehr, sehr viele Fremdhersteller. Das heißt, sowohl Tamron als auch Sigma, als auch Samyang und so weiter. Von denen gibt es ja auch sehr, sehr gute Objektive, die auch im Gegensatz zu den Canon-Objektiven wesentlich günstiger sind und eine ähnliche Qualität haben. Also manchmal sind sie ein bisschen besser, manchmal sind sie ein bisschen schlechter, aber sie haben eine ähnliche Qualität und sind halt häufig wesentlich günstiger. Und deswegen empfehle ich euch unbedingt, diesen Adapter zu kaufen, damit ihr auf lange Sicht auch mit diesen Objektiven halt punkten könnt und dann spart ihr auf lange Sicht halt. Also sinnvoll. Jetzt kommen wir in den für mich interessantesten Bereich dieser Kamera und das ist der Videomodus. Und zwar könnt ihr mit der Kamera natürlich Videos aufnehmen, auch ziemlich cool. Ihr könnt damit auch vloggen, weil halt Klappdisplay, es ist sehr klein, das heißt, ihr könnt so rumlaufen und sehr, sehr cool
sehr einfach vloggen, super einfach. Ihr könnt auch Hochkant machen für einige, für Instagram oder so und sogar aus der Hand gehalten, weil die Kamera wirklich unheimlich leicht ist. Und dazu gibt es natürlich ein paar coole Funktionen und die werden wir jetzt mal durchgehen. Zum einen könnt ihr, rein vom Datenblatt her, könnt ihr auch selbst nochmal nachlesen, in 4K mit bis zu 24 Bildern pro Sekunde aufnehmen, in Full HD mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde und in HD, das heißt 720p, mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde. Einige Funktionen haben nicht alles drin, so könnt ihr zum Beispiel im 4K-Modus nicht mit Dual-Pixel-Autofokus arbeiten. Das heißt, das ist ein reiner Kontrast-Autofokus und der ist nicht so gut im automatischen Fokussieren wie der Dual-Pixel-Autofokus. Komme ich auch gleich nochmal zu. Und ihr könnt bei 720p, wenn ihr mit 120 Bildern pro Sekunde aufnehmt, keinen Turmel aufnehmen. Dann hat die Kamera einen integrierten Bildstabilisator. Jetzt nicht im Body, wie das bei Sony oder sowas der Fall ist, sondern einen digitalen Bildstabilisator. Der funktioniert ähnlich wie bei Smartphones. Quasi das Bild wird ein bisschen reingezoomt und dafür in diesen Bereichen, die jetzt reingezoomt werden, halt so ausgeglichen, dass halt das Mittelbild nicht so doll wackelt. So, jetzt zu dem interessanten Thema 4K Crop. Wenn ihr jetzt normal mit der Kamera filmt, im Full-HD-Modus zum Beispiel, dann habt ihr APS-C-Sensor, 1,6-facher Zoom. Also seid ihr so, wie ich mich jetzt mit meiner Cinema-Kamera filme, die hat einen 1,5-fachen Crop, also ungefähr bei Super 35 mm. Nicht ganz, aber fast. Ich zeige euch mal hier ein kleines Beispiel. Wenn ihr jetzt da hinten aus dem Fenster guckt, da so, oh Gott, so ist besser, dann seht ihr da hinten in der Entfernung so ein Schiff stehen, ganz weit weg. Und das habe ich letztens gefilmt und zwar mit diesem schönen Objektiv hier. Das hat 150 bis 600 mm. Das habe ich also mal getestet mit der Vollformat 600 mm und mit dieser Kamera 600 mm in Full HD und in 4K. Die 600 mm sind umgerechnet hier dran 960 mm, weil mal 1,6 immer. Wenn ihr jetzt allerdings 4K filmt, dann ist der Crop nochmal 1,6 mal mehr. Das heißt, ihr könnt die 960 nochmal mal 1,6 rechnen. Und wenn ihr jetzt, so wie viele, in der Full-HD-Timeline arbeitet und reduziert das dann wiederum runter von 4K auf Full-HD, dann habt ihr sowieso noch das Doppelte vom Zoom-Faktor. Und das heißt, dann seid ihr bei nachher ungefähr 3000 mm diesem Objektiv. Das steht aber wackelig. Ich habe euch das hier oben, wie gesagt, mal eingeblendet, da könnt ihr das sehen. Es ist halt sehr, sehr interessant, was man machen kann. Also Crop ist sicherlich jetzt zum Vloggen nicht wirklich praktisch, gerade nicht bei einem 2,56er Crop. Das ist wirklich sehr dicht, das heißt, ihr müsst selbst mit 10 mm schon sehr weit weggehen, damit ihr euch irgendwie filmen könnt. Das ist äußerst unpraktisch, da sind 1,6 halt sinnvoller. Ich weiß, es gibt viele, die meckern werden und sagen, ja, 2,5 mal zoomen, das ist total kacke, kann man nicht vernünftig nutzen, was will man damit anfangen, ist viel zu weit reingezoomt und so weiter. Ja und nein, also ihr habt hier gesehen, es gibt Möglichkeiten, so gerade im Zoom-Bereich kann man sehr interessante Sachen machen und man kommt wirklich sehr, sehr weit reingezoomt, das ist extrem. Ihr habt wahrscheinlich gesehen, das Bild ist ein bisschen flimmerig, das liegt nicht an der Kamera, das liegt eher daran, dass ihr bei so weit Entfernung nachher eine wirklich klare Luft braucht, damit das Bild gut aussieht. Ich habe hier mal ein Video gemacht, das ist zwar auf Englisch, aber da habe ich darüber berichtet, über dieses Objektiv und wie halt das Wetter die Bilder beeinflusst. Das, also ab 300 mm aufwärts merkt man das wirklich. Man braucht klare Sicht vom Wetter, sonst sieht das Bild halt scheiße aus. Nur mal so nebenbei, liegt also nicht an der Kamera. So, und stellt euch mal vor, Mond oder sowas damit zu filmen, ja, wie dicht ihr da irgendwie reinkommt. Das sind so ein paar Sachen, die man damit halt machen kann, die halt der Vorteil von Crop sind. Und ich sehe es einfach als ein nices Gimmick, was Canon zusätzlich mit eingebaut hat. Und ja, wenn ihr wirklich unbedingt 4K vloggen wollt, würde ich die Kamera jetzt nicht empfehlen, vom Videospecs her, aber rein für normale Sachen ist es vollkommen ausreichend und die Möglichkeit 4K zu haben, finde ich in der Preisklasse einfach mal ganz großes Tennis. Bevor wir zum Fazit kommen, natürlich nochmal wieder kurz zu den Objektiven, welche man nehmen kann. Zum reinen Film ist dieses 18 bis 150 schon gar nicht verkehrt. Allerdings, wenn ihr jetzt auch ein bisschen vloggen wollt, dann das gleiche wie bei den Fotos, empfehle ich euch ein weiteres Objektiv. Da würde ich euch wieder dazu raten, einfach den Adapter zu kaufen und das 10 bis 18 mm EFS von Canon. Und dann seid ihr da sehr gut gerüstet. Man kann mit dem hier filmen, man kann damit auch so wie es ist vloggen, aber man muss schon die Kamera wirklich sehr, sehr weit weghalten. Ungefähr so, wie ihr gerade gesehen habt. Und dann ist das Gesicht über den ganzen Bildschirm. Das heißt, mit diesem Objektiv ist Vloggen nicht unbedingt sinnvoll. Es ist halt eher so ein Unterwegs-Objektiv. Zum Unterwegsfilm, zum fremde Leuten filmen, zum Landschaftenfilm, um solches zu fotografieren und so weiter.
Und dafür finde ich das wirklich gut. Wie gesagt, zum Bloggen anderes Objektiv noch dazu kaufen. So, Fazit. Wem würde ich jetzt die Kamera empfehlen und wem würde ich empfehlen, die Finger davon zu lassen? Generell muss ich sagen, ist es eine sehr, sehr geile Kamera für den Fotografie-Einstiegsbereich. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie vom Smartphone kommt oder so und ihr möchtet Fotografieren kennenlernen, kann ich euch die Kamera wirklich wärmstens empfehlen, denn sie ist sehr einfach zu bedienen, sehr intuitiv zu bedienen, hat die Canon-typische einfache Menüführung und hat zusätzlich noch so ein paar Funktionen, um wirklich das Fotografieren kennenzulernen. Ihr habt die Möglichkeit mit diesem Adapter, den ich euch unbedingt empfehlen würde, dazu zu kaufen, alle EFS und EF-Objektive, die man so erhalten kann, anzuschließen. Und da gibt es halt sehr, sehr viele Kameras mit APS-C-Sensoren und deshalb gibt es auch auf dem EF- und EFS-Bereich unheimlich viele Objektive. Da gibt es alles und ganz, ganz viele Hersteller und dadurch gibt es halt sehr viel Konkurrenz. Und das sorgt halt dafür, dass es auch sehr viel günstige Objektive gibt. Dann finde ich die Kamera auch zum Reisen ideal, weil sie so unheimlich klein und unheimlich leicht ist. Und trotzdem, gerade mit dem Objektiv zum Beispiel von 18 bis 150 mm, wirklich einen weiten Bereich habt, in dem ihr irgendwie fotografieren könnt. Und ihr könnt also, wenn ihr jetzt im Urlaub seid, die Landschaft so als Ganzes fotografieren, vielleicht nicht ganz, wie gesagt, da fehlt am unteren Ende ein klein bisschen, aber fast. Und ihr könnt auf jeden Fall auch sehr weit zoomen, das heißt ein Leuchtturm in der Entfernung, eine Möwe am Strand oder alles gar kein Ding, könnt ihr machen und ihr habt das wirklich alles in einer Hand und habt eine Top-Qualität und könnt nebenbei auch noch Videos aufnehmen und die bei Bedarf sogar in 4K aufnehmen. Also für Hochzeitsreise oder so seid ihr definitiv gut gewappnet und müsst halt nicht so einen fetten Klopper irgendwie mitschleppen. Das passt auch ins Handgepäck oder in eine Frauenhandtasche. Das braucht einen Rucksack, sonst ist das schwer mitzunehmen. Also deshalb, für Reisen finde ich es halt ideal geeignet. Und ich finde, dass diese Kamera für Vlogs aktuell die beste Kamera auf dem Markt ist. Und das ist auch sehr einfach erklärt. Und zwar habt ihr zum einen natürlich den schwenkbaren Touch-Display, was halt sehr, sehr cool ist, weil ihr damit praktisch natürlich vloggen könnt, wenn ihr euch anguckt. Und zum anderen ist die Kamera wirklich sehr, sehr klein und ihr könnt sie einfach so in die Hand nehmen, sehr easy und euch super einfach filmen. Weil die Kamera schön leicht ist, könnt ihr sie auch lange so halten, ohne Probleme. Also ihr braucht nicht mal ein Stativ oder so. Nehmt sie so in die Hand, oben kleines Mikro drauf, ihr seid fertig und könnt unterwegs vloggen. Wie gesagt, ich würde ein anderes Objektiv nur dazu nehmen, das 10 bis 18 oder 11 bis 22, sonst ist Vloggen ein bisschen schwierig so von der Distanz her, aber zur Not, für zwischendurch, geht das damit auch. Und ich muss einfach sagen, dass ich finde, dass die Kamera für den Preis einen unheimlich großen Funktionsumfang hat. Ich meine, wenn ich das jetzt mal vergleiche mit meiner 6D Mark II, dann kostet die 6D Mark II doppelt so viel. Mit Objektiv meistens noch viel, viel mehr, weil die Objektive halt teurer sind. Und ich habe hier 4K, das habe ich in der 6D Mark II nicht. Ich kann hier schnellere Bilder am Stück machen, das habe ich bei einer 6D Mark II nicht. Man hat den Dual-Pixel-Autofokus, man hat die Canon-typischen Farben. Man hat Bluetooth im WLAN, das heißt, man kann auch die Bilder ganz einfach per WLAN sofort auf den Smartphone übertragen und dann bei Instagram posten. Total geil, total praktisch. Für unter 1000 Euro, so klein immer dabei, ja, da kann man sich doch gar nicht beschweren. Das ist doch dann vollkommen ausreichend und mehr braucht es doch eigentlich nicht. Aber die Kamera hat natürlich auch ihre Nachteile und das ist auch der Grund, wieso ich die Kamera jetzt zurückschicken werde und nicht behalten werde. Einer der Punkte, die mich wirklich am meisten stört, ist der Akku. Ich bin gewohnt, eine relativ lange Akkuleistung zu haben, besonders mit dem Akkugriff, den ich habe, aber nichtsdestotrotz. Der Akku hier hält für 250 Fotos ungefähr und für Video 80 Minuten. Das ist jetzt nicht besonders viel, man bräuchte also viele, viele Akkus. Und mich stört ganz, ganz ungemein, dass der SD-Kartenschlitz hier unten ist. Das mag jetzt für euch irrelevant sein, aber wenn ich hier zum Beispiel filme, dann steht die Kamera auf dem Stativ. Und die Klappe ist so weit drüben, dass ich die Kamera nicht unten aufkriege, wenn sie auf dem Stativ steht. Dann ist ein weiterer Punkt, der mich jetzt ganz enorm stört, der auch mit der Hauptgrund ist, wieso ich die Kamera zurückgebe, das Display. Display und Sucher sind mir einfach zu kontraststark. Ich habe euch ja erzählt, dass ich, wenn ich Landschaften fotografiere, ich manuell fokussiere. Und das gleiche mache ich auch, wenn ich Filme drehe. Und ich habe jetzt zwar Funktionen wie Fokuspiekung und so weiter, aber das Display ist so kontraststark, dass selbst wenn ich aufs Zehnfache reinzoome, ich Schwierigkeiten habe, die Kanten zu erkennen, auf denen ich scharf stellen muss. Das ist so ein ungefähr, das ist so ein Bereich, wo ich dann so bin und sage, okay, da ist es jetzt so ungefähr scharf. Aber das reicht mir halt nicht. Ich möchte, wenn ich manuell fokussiere, hundertprozentig perfekt scharf manuell fokussieren. Das fällt mir aufgrund des kontraststarken Displays einfach nicht gut. Man kann das Display zwar heller stellen, aber das hilft irgendwie auch nicht. Und das ist so ein Punkt, der mich wirklich unheimlich stört, wieso ich jetzt auch die Kamera
nicht professionellen Foto- oder Videografen an die Hand geben würde. Und dann gibt es jetzt noch ein paar weitere Punkte, wieso ich die Kamera zurückgebe. Das sind allerdings so mehr so meine persönlichen Empfindungen, weil ich das halt anders gewöhnt bin, weil ich es eine Zeit lang anders gemacht habe und sich deshalb das ein bisschen unpraktisch macht. Also zum einen, die Kamera ist wirklich klein. Also wirklich sehr klein. Und ich habe recht große Hände und ich finde sie halt zu leicht und zu klein und zu fummelig. Ich habe immer Angst, dass sie mir runterfällt und ich kann sie auch schlecht in einer Hand nehmen. Ich bin gewohnt, mehr Einstellräder zu haben, um Blende, Verschlusszeit und ISO ganz schnell verstellen zu können. Das kann ich hier nicht mit Drehrädern so einfach. Das ist mir viel zu frickelig und die Tasten sind viel zu klein. Also ich hatte auch schon mal eine Sony A6300 in der Hand von einem Kumpel. Mit der kam ich auch überhaupt nicht klar, weil die Tasten auch so puppelig waren, dass ich kaum geschafft habe, irgendwie die Tasten zu drücken. Also ich brauche wirklich was Festes, was Großes, was Stabiles. So, das waren jetzt alle so meine Argumente für und gegen die Kamera. Kurz zusammengefasst, für Hobbyfotografen, Fotografie-Einsteiger und auch Filmeinsteiger sehr zu empfehlen. Zumindest Filmeinsteiger, wenn man auch nebenbei Fotos machen will. Für Profis nicht wirklich geeignet. Für Vlogs unheimlich gut geeignet. Und hätte ich jetzt keine 6D Mark II und würde wirklich nur eine Kamera für Vlogs wollen, würde ich mir diese definitiv kaufen. Jetzt seid ihr dran. Was haltet ihr von der EOS M50? Wenn ihr die Kamera habt, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie ihr damit klarkommt. Von ein paar Leuten bei Instagram weiß ich schon, die haben mir schon geschrieben, dass sie sie nutzen und sehr, sehr gut finden. Generell könnt ihr auch unten in die Beschreibung gucken des Videos, da packe ich euch die Links rein zur Kamera, zu den Objektiven, zu dem Adapter. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist, liken, abonnieren. Und dann sehen wir uns aber beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Rein gehauen. Tschüss.